Moin, liebe Freunde von DC's World, hier ist Danny von Starstream und ja, ihr seht gerade, ich sitze nicht in der F16, sondern ich sitze in der F15. Ja, wie kommt das denn jetzt? Er will auch die Kampagne eigentlich weiterspielen. Ja, will er auch, bloß er stellt sich weiterhin ein bisschen blöd an und ich brauche davon jetzt wieder mal eine Pause. Ich möchte einmal am Anfang hier gleich einmal eine Warnung aussprechen für die F15. Das haben sicherlich alle mitbekommen, aber dieses aber ich sag's gerne trotzdem nochmal, dieses Flugzeug wird gerade nicht weiterentwickelt. Also ich möchte dafür keine offizielle Empfehlung aussprechen für dieses Flugzeug, das zu kaufen. Ich glaube, alle kennen die Situation, die sich ein bisschen mit DCS beschäftigen unter F15, ne? Diesen Konflikt, den ID mit Raspberry gerade hat. Keiner weiß so genau, wann das hier mit der Entwicklung und ob das mit der Entwicklung der F15 weitergeht. Aber ich saß da letztens mal wieder drinne und hatte eine Menge Spaß und deswegen habe ich gedacht, ja, gib dem Modul doch mal wieder eine Chance und ja, da bin ich, ne? Also wir sind jetzt hier gerade mitten im Startup, habe jetzt gerade hier so den Starter betätigt und ziehe jetzt hier mal am rechten Lever, damit das Triebwerk da das rechte hoch wird. Und wir gucken mal, also ich hab hier mit dem Ding echt erfolgreich Seed Missions geflogen, das heißt SI3 Sites mit CPU 87 bekämpft. Das kann ich mir auch hier sehr gut für heute vorstellen. Ist total lustig, macht richtig Spaß. So, 25%. Den rechten eingekoppelt. Ja, und dafür reicht das auf jeden Fall, was sie alles so mitbringen, ne? Also der Entwicklungsstand reicht hier völlig aus, um so eine Mission mit dem Ding fliegen zu können, auch alleine. So, hier hinten habe ich jetzt alles angeschaltet. Können wir hier das Dach zumachen. So. Low altitude. Na, startet dann F4. Sieht so aus. Von der Lautstärke her passt das auf jeden Fall. So, gehen wir mal aufs linke Triebwerk. Und machen währenddessen mal unsere MFDs hier an. Ich bin ja kein Experte in der A15. Bin ja doch echt dilettantisch unterwegs. Air-to-Ground Radar und so. Oh, geht so. Und gucken, ob es überhaupt klappt. Das hat auch bei mir gerne mal dann zu Abstürzen beim Rechner so gefühlt, wenn ich das benutzt habe, gerade so auf 80 Meilen oder so. Wir gucken nachher mal. So, und linkes Triebwerk. Da kommt er. Nach hinten nochmal die MFDs an. Also nochmal eine ausdrückliche Kaufwarnung für das Modul in dem Zustand, wie es jetzt ist. Weiß keiner, ob und wie es weitergeht mit der Entwicklung. Ich habe trotzdem Spaß damit gehabt und er würde es einfach irre schade finden, wenn dieses Ding nicht weiterentwickelt wird, weil ich halte da die F15 für eines der wichtigsten Module in DCS. Aber macht jetzt schon unglaublich viel Spaß, mir jedenfalls. So, dann gucken wir mal nach der Mission und dann auch nach dem Loadout. Aber Mission Le Oh, nee. Liz, Anti-Ship. Ich mache doch keine Anti-Ship-Mission mit der F-15, Mann. Ich fliege mit Strike Eagle. Dann machen wir mal eine Strike-Mission. Moment, fliege ich auch eine Strike Eagle. Was kann man hier kaputt machen? Fuel Tanks. Naja, da würde ich sagen, nehme ich mir so ein Strike Cap Loadout mit. Ein bisschen so auch wie meine Tomcat Loadouts. Und dann gucken wir mal. Okay. Triebwerke sind beide so bei 73. Das heißt, ich kann das Start Heading einmal starten. Also das Start Heading Alignment. Ja, und ich kümmere mich währenddessen mal um das Loadout und hoffe, dass das Ding dann in der Zwischenzeit nicht zu sehr wackelt. Okay. Wir machen Fuel Pa hier, Fuel Tanks könnten wir mit Dump Bombs machen, aber mit Laser Bombs ist natürlich ein bisschen lustiger. Machen wir auch. Ich nehme mit hier eine Bombe.
Ach, wir nehmen gleich die großen mit hier. GBU. Was ist denn die 31? Wieso kann ich dem hier eine JDAM mitnehmen? Die kann ich, glaube ich, gar nicht mitnehmen. Die passt auf jeden Fall nicht in das Szenario hier rein. Oder ist das eine alte JDAM? Anyway, ich nehme eine Pathway 3 hier mit. Hier kommt ein Fuel Tank hin. Wir brauchen das zwar eigentlich nicht, die Fuel Tanks, aber das sieht geiler aus. Was ist ein Strike Eagle ohne richtig viel Sprit? Das ist so das Abgefahrenste an diesem Flugzeug, wie viel Sprit es einfach hat. Achso, wir nehmen hier die Mike. Die Mikes nehmen wir mit. Weil anscheinend die besser sind als die P-Variante. So, wir haben jetzt hier eine GBU-24 mit. Und hier. Ich weiß gar nicht, ob wir hier auch noch zwei GBU. Zwölf ranpacken können. Also können wir bestimmen, ob das jetzt vom Loadout gleich noch passt oder ob er dann meckert. Hier nehme ich mir dann zwei Sparrows mit. Okay. Request refueling. Gucken wir gleich mal. Request rearming. Okay, Start Heading ist okay. Copy. Dann passt das. Den stelle ich mal wieder zurück. Und ja, Packs muss ich mir erstmal wieder angucken. Ich weiß nicht mehr, wie man das vernünftig einstellt. Habe ich alles vergessen. Wir machen es ohne Packs. Also Packs sind dieses... Packs sind sozusagen MFD-Einstellungen, die man speichern kann und dann schnell übers HOTAS aufrufen kann. Ich habe das mal gemacht. Ist auch total sinnvoll. Ich habe es nur vergessen, wie es geht. So. Aber Mission Briefing... So, da gehen wir einmal hier auf Data, auf den Steerpoint und wählen uns einmal hier die 1A aus für den Steerpoint. So, der hat natürlich noch 0 und wir fangen jetzt mal an, hier einzutippen. Das wäre dann Shift N, habe ich da M eingegeben, natürlich Shift N für Nord, 35, ist das 08, 3508, 3508. 4-0-6-0. Kann man da noch eine Stelle mehr eingeben? Warte mal kurz. Zurück. Also nochmal Shift. Alter Schwede. Shift. Nord. 3-5-0-8. Ja, wir runden auf. 3508 41. Boah, das müsste passen. 410, okay. Und dann sage ich jetzt Shift E für Ost. Und hier ist es dann die 036. Hier 7 07. Für die Ostkoordinate. Mal gucken, ob wir die Tanks sehen können. Gleich auf dem Air-to-Ground-Radar. Das wäre spannend. Kurs, you are overbudged. Da habe ich schon gedacht. Nur zwei Laserbomben sind erlaubt. 940 Fuß. Wir können auch gucken, ob wir einfach das mit Dump-Bombs machen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Da könnten wir auch mehr mitnehmen. Das ist eine schwierige Frage. Ne, ich nehme Laserbombs. So. Wir nehmen zwei Paperways mit. Ist zwar ein bisschen überdimensioniert, aber ist ja eins. Ja. Machen wir mal so. Request rearming. Copy. Oder doch nicht? Dump-Bombs wären ja eigentlich auch lustig. Schön Mark 82 da drunter. Refueling complete. Ja, können wir auch versuchen. Na, wir versuchen das mal. Können einfach eine Laserbombe nehmen und einfach noch ein paar Mark 82. Das finde ich geiler. Was passt denn hier drunter? Bombs.
passt immer nur eine drunter, ne? Das heißt, wir lassen die hier einfach drunter und klemmen hier dann drunter 6,82 Mark. Ja, das finde ich gut. Sind wir ein bisschen flexibler. Und 2 Sparrows, 4 Sidewinder. Das gefällt mir. So, ich wähle mir hier nochmal die 1A auch als Punkt aus. Das wäre also als Navigationspunkt, als Steerpoint, 1A. So, hier haben wir ihn. Und hier ist er auch ausgewählt, ne? Da müssen wir hin. Und ja, das Armament machen wir auf dem Weg, ne? Also die stellen die Bomben auf dem... machen das Setup dafür auf dem Weg. Ich muss mal gucken, ob ich den Autopilot belegt habe. Wheelchocks removed. Chief, remove the wheelchocks. Mal gucken. Copy. Auto. Was ist denn Auto Acquisition? Autopilot. Rearming complete. Ist das da? Wheelchocks are now removed. Doch, es gibt UFC Autopilot. Autopilot Key. Aha. Ist das aus dem UFC? Hier. Ist er das? Muss ich mal gucken. Habe ich noch nie ausprobiert. So, dann gucken wir mal. Das sieht gut aus. Rechts 6 Dumpforms, 2 Sparrows und eine dicke Bombe in der Mitte. Ja dann. Taxi-Line an. Achso, Funkgeräte an. Müssen wir noch mal gucken, was die, Flughafenfrequenz jetzt hier war. Das ist die 249. Windschwierig 249, okay. 249, war das so? 249. 000. Warte mal. Hätte ich jetzt ja angenommen, ne, dass das jetzt die 249 ist. Aber irgendwie ist sie das nicht. Können wir noch irgendwas drehen? Das, ja, da muss ich nochmal gucken, wie das mit dem Funkgerät funktioniert. Wo ist denn hier Enter? Da ist Enter. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, man klickt da einmal drauf. So, das ist die 243. 253, 243. Tja. Also. Das Funkgerät muss ich mir nochmal angucken anscheinend. Gut, dann taxieren wir mal zur Runway. FPS und euch, der Knaller hier auf dem Boden gerade so mit um die 50. Und was vergessen? Seat ist gearmt, waren nicht, da sind auch alle aus. Das sieht alles ganz okay aus. Und vielleicht schaffen wir auch 2 Missionen. Dann noch die Paveway dabei. Auf jeden Fall genug Sprit hier mit 30.000 Pfund. Ich meine, das sind nochmal 10.000 Pfund mehr als in der Tomcat. Das ist schon einfach geil, ne? Allein schon deswegen. Ich halte das Flugzeug auch jetzt schon für das leistungsfähigste in DCS, so, ne? Das Radar, super krass. Super viel Sprit drin. Hardpoints ohne Ende zum Sachen dranhängen. Also das ist alles schon richtig gut. Das mit dem Funkgerät, das nervt mich jetzt. Kann ja noch nicht so schwer sein. Flaps können wir schon mal down machen. Aber irgendwie hat sich jetzt meine Frequenz hier schon wieder geändert.
Anscheinend sind die ja doch belebt. Gucken wir mal kurz in... Ah ja, das könnte auch hier mit dem FPS zusammenhängen. Können wir mal kurz schauen. Das interessiert mich jetzt einmal, ob wir hier eine Veränderung sehen. Hier ist jetzt 279-100 drin. Alt. Was haben wir denn hier noch? Ah ja, raufdrücken. Das ist die 1, das ist die 253, das ist die 2. Da ist nichts drauf. Bei 3 ist auch nichts drauf. 248 anscheinend. Dauert ein bisschen, bis das ankommt im SAS. 2 ist auf der 2, vielleicht auch noch was drauf. 249. Ah ja, alles klar. So, das ist die. Stehen hier auf 05, ne? Wie leckt das hier wieder schon so ein bisschen? Inschlicht Traffic, Eagle 1-1, F-15 Eagle, holding short, runway 05. So. Inschicht Traffic, Eagle 1-1, F-15, taking off runway 05. Dann wollen wir mal einmal in die Eisen. So. Ach, schon wieder was vergessen. Hier diesen Take-off-Trim habe ich schon wieder vergessen zu betätigen. Naja, wird schon. 180. Ziehen wir mal hoch. Ist übrigens morgen hier auf dem Server. Und da vorne steht auch noch schon was. Schön überknallen da. Die ab 18 freut sich bestimmt. Ja, das muss immer sein. So. So, Schub und Sprit ohne Ende. Und ein paar Lags. Wie gesagt, Armament machen wir gleich. Wir steigen erstmal ein bisschen. Serverlecks sind. So, das ist mein Wegpunkt. 126 Meilen und wir fangen ja mal an dann mit dem Armament. Wir müssen dem Flugzeug noch sagen, was wir geladen haben. So. Machen wir gleich mal auf, wenn wir so einen stabilen Steigflug sind und wir schon gut ausgetrimmt sind. Ich habe schon Bock, die im Automodus, also ja, wir haben ja C-Dip oder Automodus. C-Dip ist ja das CCIP in der F-15 sozusagen und ja. Okay, gucken wir erstmal und machen die Ladung klar. Wir gehen auf die Armament-Page, sagen Air-to-Ground-Load. Und jetzt suchen wir erstmal die Bomben aus, die wir geladen haben. Da ist nichts dabei. Step. Nein. CBU 7. Nein. Mark 82. Boxen und den Pylonenboxen. Jetzt brauchen wir noch die GBU 24. Ich weiß nicht, ob sie schon dabei war. Da ist die GBU 24 und die ist auf dem mittleren Pylon. Menü, ich gehe jetzt hier einmal auf, wir sind immer noch im Armament-Kontext, ich gehe jetzt einmal hier auf, einen Schutzschub können wir auch geben,
Air to Ground und sage die GBU-24, die bitte im Automodus. Step ist richtig und Nose Tail, danke. Und die Mark 82, ja, das weiß ich noch nicht so genau, ob sie im Automodus oder ist sie. Dann meldet sich das TUS, unser RWR. Ich stelle erstmal auf C-Dip, Step, Nose Tail. Wobei Step weiß ich noch nicht so genau. Nur Ripple 2. Quantity 1. Nee. Was ist da denn jetzt? 21? 0? Nee, dann lieber. Wir lassen das mal auf Step. Nose Tail ist richtig. Wir sagen Step. Das ist okay. Das ist jetzt sozusagen der CCIP-Modus. Und das heißt, bei jedem Betätigen des Pickle-Buttons kommt eine Bombe raus. Finde ich auch jetzt nicht so schlecht. Okay, das heißt, das wäre die Waffenkonfiguration. Der Laser müsste gearmt sein. Ich gucke mir mal den TGP an. Welche Waffe haben wir jetzt ausgewählt? Moment. Armament. Wir sind gerade auf der Mark 82. Ich gehe mal auf die GBU-24. Also, Auto war richtig. Step. Nose Tail. Gucken wir mal, das also der Teapot ist ready, glaube ich. Nochmal kurz die richtige Lasercode, mit dem Lasercode eingeben. Und kurz mal schauen. Wir haben 1688 als Code. Das ist wie, ich glaube in der A10 ist es auch so. Man gibt den einfach hier ein, im UFC, und drückt dann hier oben drauf. Und ja, wenn ich hier den entsprechenden Button drücke, dann steht hier Mars, weil der Laser gerade woanders hinguckt. Dann wird gelasert, funktioniert aber nur ab 25.000 Fuß. Okay, ich gehe einmal aufs TUS. Das Data Link funktioniert noch nicht, aber wir müssen mal gucken wegen der Bedrohung hier. Der theoretischen sieht noch ganz okay aus. Achso, und ich kann mal mein Radar auch mal anschalten. Und wir gucken mal, wie das vor uns so aussieht. Ich gehe mal aufs Air Radar. Ich boxe mir den, will hier einmal das MFD aus. Ich glaube, das ist mit dem Acquisition Button, mache ich das, glaube ich. Mal kurz gucken. Das müsste der Castle Switch. Castle Switch Left Long. Damit wähle ich dann hier das linke MFD aus. Ich gehe einmal auf die 253, auf den Comment Chat. Irgendwo neben uns ist ein Hornet, glaube ich. Fliegt sich halt ziemlich entspannt, das Ding, ne? Also es hat Fly-by-Wire, aber ich glaube nicht ganz so ausgefeilt, aber fliegt sich super stabil. Ist halt kein Dogfighter, muss man wissen, wenn man mal in die Verlegenheit kommt, dann meine Sidewire da abfeuert, geht wunderbar, habe ich auch schon gemacht, aber du wirst eigentlich von allem, was ein bisschen drauf hat, ausmanövriert. Du kommst halt, wenn, mit der Geschwindigkeit, ne? Da kommst du halt höchstens, weil das Ding ist brutal, das Ding hat Schub ohne Ende. Okay, wir können ja mal versuchen. Na, wir sind 80. Traue mich eigentlich fast nicht, das Air-to-Ground-Radar einzuschalten, aber ich mach's mal. Mal gucken, ob der Rechner explodiert. Ich gehe einmal hier auf Air-to-Ground und wechsle mal vom Air-to-Air-Radar auf das Air-to-Ground-Radar.
Und stell jetzt hier mal auf 80 Meilen. Und da oben sieht man jetzt auch schon meinen Wegpunkt 1. Wenn ich das jetzt boxe, dann wird wahrscheinlich kurz der Rechner abstürzen. Wir gucken mal. Und es geht aber noch. Das habe ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Okay. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier uns ein Bild holen können. Und vielleicht sehen wir ja schon die Fuel Tanks auf dem Ground Radar Bild. Achso, wir müssen ein bisschen Offset fliegen. Kann auch sein, dass wir ein bisschen zu weit weg sind, aber eigentlich dürften wir nicht zu weit weg sein. Genauso, wir können nicht direkt vor uns hier so ein Bild aufnehmen. Wir müssen ein bisschen Offset fliegen, weil sonst kann das Radar diesen Bereich nicht sehen. Jetzt sagt er tatsächlich, wir sind zu weit weg. Auf 80 nautische Meilen, was mich ein bisschen wundert. Range Limit. Das ist ja spannend. Gucken wir nochmal kurz das Briefing. Aber Mission Briefing. Concrete Base. A group of few storages. Ja, wir können ja einmal uns kurz mal kurz bescheißen und auf die Map gucken. Jetzt? Immer noch nicht. Das ist ja strange. 80 Meilen ist zu weit. Also bei 40 geht das, das weiß ich. Aber wenn wir hier schon im 20er-Bereich sind, das ist hier, dann sind wir zu nah dran. Dann kann das Radar hier, das ist der Bereich, der sozusagen unter uns ist, den wir nicht sehen können mit dem Radar. Das ist ja spannend, dass wir hier nicht gucken können. Da muss ich mir auch nochmal das Tutorial angucken zum Ground Radar, weil eigentlich müsste man es doch jetzt sehen können. Das ist jetzt jedenfalls meine Annahme. So, wir sind auf 26.000 Fuß, das reicht mir an Höhe. Das heißt, ich würde mir jetzt auch mal langsam mal den Autopilot würde ich mir jetzt auch mal einschalten, so langsam. Das habe ich noch nicht gemacht. Hier steht Autopilot. Ah, okay. Wir machen mal Altitude Hold. Ja, das war ja einfach. So, die hält mich jetzt ganz entspannt hier auf der Höhe. Ja. Gut, muss man nicht mehr viel zu sagen. Ja, irgendwie sexy aus das Ding und irgendwie auch nicht gleichzeitig. So, geht das jetzt? Immer noch nicht. Gut, wir gehen mal auf die 40 Meilen und das ist doch strange. Wieso können wir das denn nicht sehen? Ich will jetzt trotzdem mal bescheißen. Eigentlich wollte ich es nicht, aber jetzt mache ich es einfach. Ist das hier Kursk? Ja. Ja, das sind diese Vierergruppe hier, schätze ich mal. Ja, voll doof. Wieso kann ich denn jetzt hier das Ziel nicht mehr angucken? Range Limit. Strange. Geht das nur in den 40er-Bereich? Glaube ich nicht. Das wäre ja völlig absurd. Wieso sehen wir die 1 nicht? Meilen, also müsste gleich auftauchen hier der Punkt. Hier oben gleich im Metro Ground Radar. Also das ging doch sonst immer auf 80. Das ist jetzt auch gleich für zwei Dinge gut. Ah, das war ein F14, sehe ich gerade auf dem TUS. Wir können auch gleich unseren TGP dahin zoomen lassen und Markpoint erstellen und solche Sachen. Das ist schon echt cool, was das Ding kann. So, 45 Meilen. Ja, machen wir mal kein Vollgas. Wow, 26.000 Pfund haben wir noch. Alles easy. Können noch ewig auf Station bleiben. So, der Punkt müsste gleich kommen. Da kommt er auch schon. Phase immer noch was von Range Limit. Da bin ich mal gespannt, was ich da falsch gemacht habe. Aber es kann natürlich sein,
also 80 Meilen ist. Okay, eine SH2, eine SH6 und noch eine SH2 werden da gerade aktiv auf dem Tues. Okay, jetzt haben wir hier. Jetzt macht er uns hier ein Bild. Gucken, ob er. Es dauert ein bisschen. Jetzt macht er uns hier eine Version vom Gebiet. Und vielleicht sehen wir jetzt auch schon die Tanks. Und ja, da. Das sind die vier Tanks. Richtig geil. Okay. Das hier ist unser das sind unsere Ziele. Und hier sage ich jetzt den TGPs, du da bitte mal hin. Voll geil. Designate. So, die SH2 macht da gerade, hat da gerade Spaß mit uns. Also noch nicht, aber gleich. Autopilot off. Da hinten ist unser Zielgebiet. Wir machen es anders. Ich gehe jetzt hier einmal auf den Teapot. Okay. Wir werden angegriffen. Defending. Das heißt, da werde ich gleich wahrscheinlich doch mit den. Ja, da hinten geht es nämlich schon los. Da werde ich doch mit den Bomben, mit den Dump-Bombs gleich was machen. Die muss ich hier einmal defenden. Okay. Muss ich mir jetzt mal so überlegen hier, was ich hier mache, wie ich da rankomme. Jetzt hätte ich gern tatsächlich einen Bissau dabei. Mit to ground. Okay. C-Dip. Step. Und das Tail. Okay. Und hier brauche ich mal ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr Orientierung, damit ich weiß, wo ich bin. Ist klar, ich gehe wieder aufs Tues. Also das RWR ist der Knaller auf jeden Fall. So. Massearm ist on. Ah, schwer da ranzukommen gleich. Ich weiß nicht, ob ich. Wahrscheinlich kann ich das nur versuchen, hier leer zu ziehen. Und ich nehme hier aber auch, glaube ich. Da sind Flugzeuge. Hier auf Air to Air. Auf Air-to-Air Radar. Einmal neu auswählen für Air-to-Ground. Und wir gleich mal auf den Super Search Modus. Ich fliege erstmal nur kurz nach Norden, weil da hinten ist mir gerade ein bisschen viel los. Zwei MiG-21 mindestens. Ich weiß nicht, wie hoch die sind. Wahrscheinlich sind die auch eher tief unterwegs. Vielleicht sehen wir kurzfristig was. Okay. Da ist was. Was haben wir da? Das ist ein Feind. Kann ich nicht genau sagen. Ich glaube ja.
jetzt nicht genau sagen, was das, ob das ein Feind ist. Da vorne ist die Hornet. Fox 2. Scheiße, das war einer zu viel, glaube ich. Mechanon 20, Splash. Das habe ich außer den 2 rausgehauen, glaube ich. Yep. Okay. Ich bin wieder auf der Sparrow. Das Flugzeug aussieht, sieht das sauber aus. Die SA2 macht sich wieder bemerkbar. Es wird schwer da ranzukommen. Die ist im Osten, die SA2. Oh, da geht jetzt gerade alles aktiv, was so aktiv gehen kann, glaube ich. Das wird hart. So, da hinten muss ich hin und genau da ist auch eine SA2. Zwei SA2 oder SA6. Eieiei. Also ich kann die halt höchstens leer ziehen, ne? Sonst habe ich keine Chance. Spritmäßig ist alles easy. Gucken nochmal. Ich würde die nochmal zum Schießen bewegen. Das würde ich schon noch machen. Gucken, ob sich da was bewegt. Das ist mein Ziel auf jeden Fall. Ja, komm her. Los! Okay, sie wollen anscheinend nicht. Ja, das versuche ich da gleich mal reinzupoppen. Möchte nicht von so einer MiG überrascht werden dabei. Das wäre so mein größter Stress, den ich damit habe. Okay, ich gehe weiter ground. Ich glaube, da fliegt irgendwas rum auf jeden Fall noch. Wir haben RTR. Gucken wir mal, was wir da noch so finden. Gehen wir auf 40 Meilen. Den IFF-Test muss ich mir auch unbedingt nochmal angucken. Das ist mir auch gerade nicht so richtig klar, wie das funktioniert. So, was haben wir denn hier? Da ist was. Bist du ein Friendly? Oder bist du kein Friendly? Das ist die Frage. Du bist glaube ich ein Friendly. So, wo sind die Typen? Irgendwo da. Du doch bestimmt hier. Und du auch. Komm her. Du bist doch bestimmt ein Gubi. Bin schon genau drüber. Passt jedenfalls. Alter Schwede. Oh, verdammt. Pull up, pull up.
Ja, dann hier stoppen. Wir versuchen es nochmal. Mein nächster Versuch wird wahrscheinlich sein, sehr tief ran und dann alles wegrippeln. Alle Bomben raus. Und hoffen, dass es klappt. So. Das heißt im Edge-of-Round-Modus. Ja, haben wir die Bombenfahrlinie dann auch. Ich gehe einmal aufs Tues, weil das brauche ich jetzt. Um mal zu gucken, was wir da so in. Was wir da gleich so haben in dem Bereich. Bisher sieht das noch einigermaßen. Einigermaßen ruhig aus. Meilen. Ich gehe einmal auf das Air Radar und bisher sehe ich aber nicht viel. So, auf 23.000 Fuß. Da ist was. Checken, wie das mit dem IFCS geht. Gucken, vielleicht kriege ich das ja schnell raus. Gucken, schauen. Gut, schnell kriege ich es jetzt nicht gerade gefunden. Okay. Dann bleiben wir erstmal auf dem Ziel. Was ist da mit diesem Stern? Unknown. Okay. Aber ich glaube, das müssen die Tornados sein, die da vorne sind. Okay, ich gehe auf Edge of Ground, hole mir wieder mein Bild. Hoffentlich, dass ich das jetzt gleich mal kriege. Ich habe nicht mein Bild. So. Alles klar, da ist mein Bild. Und hier sehe ich jetzt die Tanks nicht so gut, aber doch, das müssten sie sein. Vier Tanks. Gut aus. Okay, das sieht gut aus, meiner Meinung nach. Ich gehe mal auf den Teapot, ob ich das bestätigen kann. Visuell. Ah, wir sind echt nah dran. Ist ein bisschen weit weg.
Aber ich gehe da jetzt tief runter und dann gucken wir mal, ob das so klappt, was ich mir vorstelle. Da einfach ganz tief flach reinzufliegen und alles wegzurippeln, was ich da gleich sehen kann. Das klappt, keine Ahnung. Okay. Ein bisschen Offset gerade, glaube ich. SA6 ist aktiv. Da sind gerade so ein paar Sachen aktiv und da hinten ist mein Ziel. Mal über die Map, über die Edge-of-Ground-Map da besser rankommen. Low altitude, low altitude. War das Bild nicht gespeichert? Dachte er, das Bild gespeichert. Ah, ich glaube, die SA6 frisst mich gleich, aber ich versuch's. Low altitude. Oh, SA2, SA6. Shit. Low altitude. Low altitude. Low altitude. Low altitude. Horizon left line zone. 5 Meilen. Okay. Hopping. Lass den Arm an. Die Tanks sind... Scheiße. Da unten, glaube ich. Mist. Pull up. Low altitude. Low altitude. Versuch, wenn ich gleich Glück habe, da vorne einmal um den Berg rum. Das ist was Blödes. Ah, verdammt. Das war echt knapp. Blöd. Wirklich blöd. Ist noch alles dran? Das sieht nicht gut aus. Ich versuch's trotzdem nochmal. Ah, Mist, ey. Hätte ich das bloß besser abgetimt. Aus den Augen verloren, das Ziel gerade. Ja, da sind 4 Tanks. Ich versuch's. Oh, scheiße. Voll die Rakete in die Fresse gekriegt. Oh, Mann. Ich versuch's jetzt noch ein letztes Mal. Vielleicht mal im Automodus jetzt mit den Bomben. Bin ich noch nicht so ganz sicher. Automodus heißt natürlich, ist ja dann CCRP mit Dump Bombs. Naja, es ist ja, da kann ich ja fast lasern. Ja,
Ja, oder ich mach's einfach, ich versuch's, ich kann's auch einfach mit der Laserbombe versuchen und mal gucken, ob mich nichts aufschaltet. Könnte ich ja auch machen. Weil tief bei der Abwehrdichte, da haben wir ja gerade gesehen, ist nicht so der Hit. So, aber hier sind ganz viele lustige Symbole auf dem Radar und ich guck mal, was ich hier so finde. Also, was bist du denn hier? Wenn ich Kuli hat Left drück und das hier ein Punkt wird, dann ist es ein Friendly. Aber das ist kein Friendly, weil sich das hier nicht verändert. Das heißt, Kollege, die schalte ich mal auf. Boom. Dieses Radar ist der Knaller. Und ich glaube, der Typ ist ziemlich hoch. Könnte ich mal abfangen? Im Range bin ich auf jeden Fall, aber ich will ihn nur Escape Zone. Kann ich ihn schon sehen? Nee. Ist aber noch höher. Was? Gib Schub. Das sieht gut aus. Auf jeden Fall schon schön nah dran. Sehen tue ich ihn noch nicht. Ziehen wir ein bisschen Lead. Okay. Fox One. Da bin ich mal gespannt, was mein Missile da jetzt so macht. Los, gib ihm. Friss ihn. Muss ich da noch eins raufjagen? Bitte nicht. Verfehlen ist nicht. Oh, okay. Ich glaube. Fox One. Fox Two? Komm her. Wahr sein. Was, bin ich hier im Dogfight mit einer MiG-21 oder was? Ist überhaupt nicht gut. Scheiße. Das hat überhaupt nicht geklappt. Vor dem Zima. Da ist er. Ich habe hier nur meine Geschwindigkeit. Das ist mein Problem bei dem Teil. Das hat noch einer, das sind halt zu zweit, ne? Vielleicht kann ich nur abhauen. Das mache ich jetzt, glaube ich, auch. Gegen zwei ist halt scheiße.
Pull up. Er ist immer noch hinter mir. Low altitude. Okay. Wenn ich overshoot, habe ich vielleicht eine Chance. Wenn er aus dem Augen verliert. Okay, er ist immer vor mir. Fox One. Komm schon. Das gibt's nicht. Kommst du? Es gibt doch. Splash. Ich gehe weiter aufs Ziel. Okay, ich habe nur noch eine Sidewinder, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja. Nicht so gut. Sprit 21.000, das ist okay. Ziel 67 Meilen. Boah. Das wird hart. Okay. Ich gehe mal aufs Tues. Okay, hinter uns. Irgendwas, was auf uns schießen könnte. Ich war jetzt ein bisschen höher. Nervig, dass die Sparrows nicht getroffen haben, aber gerade eben war der Free Sparrow auch wirklich zu nah. Da war. Hätte ich gleich die Sidewinder nehmen wollen. Aber gut. Da stehen hier oben auch noch so ein paar Sams rum auf den Bergen. Können wir ein bisschen gucken. Boah, ich gehe mal kurz Schub, damit ich höher komme. Bisschen schneller auf Höhe möchte ich gerne. Ziel müsste genau dann einwärts liegen, westlich. Hier auf den Bergen, da stehen auch gerne mal Sam-Batterien. Na los, höher. Dass da nicht so viel los ist. Ich habe jetzt ein anderes Ziel genommen. Also auch wieder Fuel Pumps, aber ein Stück südlicher als von einer anderen Position. Das ist eine gute Idee, aber weiß ich nicht so genau. Wahrscheinlich nicht. Aber wir gucken mal. Jetzt gerade bin ich im Automodus und ja, aber eigentlich ist das Quatsch. Tief runter ist eigentlich schon okay, aber da sind halt so viele Manpads und Nahbereich Sams, da komme ich auch auf keinen grünen Zweig gefühlt. Ne? Das ist schwierig, wenn da so viel Anti-Air unterwegs ist. Ne? Das ist schwierig, wenn du was wegbomben willst. Mit so einem Vogel hier. Aber macht Spaß. Interessant. Das ist auf jeden Fall interessant. So. Gehen wir auf den Ultimate Round. Wieso sehe ich denn nirgendwo das Ziel? Das Zielgebiet.
Also hier gebietet sich auf jeden Fall auch nicht Party. Da ist alles nicht friendly. Schon mal nicht so gut. Das heißt, ja. Hoch ist schwierig. Gehe ich mal von aus. Tja. Hoffen wir mal, dass ich das dieses Mal nicht verkacke. Wir sind jetzt da wieder fast auf 40 Meilen. Ich gehe einmal aufs Air-to-Ground Radar. Letztlich Meilen. Und den gucken wir gleich mal. 41 Meilen, der Punkt kommt gleich in Sicht. Ja, ich werde wieder versuchen tief zu gehen. Alles andere ist Quatsch. Ich gehe auf Armament. Auf Air-to-Ground und ich sag Nose. C-Dip, Multiple ist richtig, Nose Tail und ja, das werde ich tun. Da kommt auch schon wieder eine Sam, die Bock hat. Tues. Machst du erstmal off. Wo ist mein Zielpunkt? Ich bin zu weit. Off. 35 Meilen. Jetzt sind wir schon durch. Bin soweit hier abgewichen und ich brauche einen. Da, okay. Kann ich hier schlecht sehen. Auf der Map. Okay. Oh. Das wird hart. Da ist auf jeden Fall Action und danach haue ich sofort ab, wenn ich das geschafft habe. Komm schon. Ja, da sind, glaube ich, die Punkte. Ich setze mir dann Markpoint hin. Markpoint. Und Target. Hier auf den Teapot und ich gehe tief. Vielleicht schaffe ich es ja. Aber mit einiges ist Quatsch. Weil da sind noch, glaube ich, vier Feinde oder so, die da rumfliegen, aber. Oh, da habe ich zu doll nach vorne gedrückt. Was ich jetzt habe, ist meine Geschwindigkeit. Machst du Arms an? Pull up, pull up, pull up, pull up. Pull up, pull up, pull up, pull up. Ja, SR2, SR6. Die werden mich gleich fressen. Aber ich will es versuchen. Low altitude, low altitude, low altitude, low altitude, low altitude, low altitude. Den Fixpunkt da. Ist klar. Versuchen wir es. Oh Gott. Jetzt stürzt der Rechter hier gerade ab. Glaube ich.
Sehr schade. Oh Mann. Ich verstehe nur nicht, was. Ich hab das in. Ja, Leute, ich glaube, damit beende ich das. Ich schätze mal, ich hätte das Ziel hier vernichtet. Aber jetzt hier mit dem Druck auf die Pickel-Taste crasht der Rechner. Also ich hatte es hier im Ziel gehabt. Ich denke mal, ich hätte die Mission geschafft. Ja, schwere Geburt heute. Bis zum nächsten Mal.